Hallo meine Lieben, wieder mit Nene Gaming und mit Nebo. Und zwar nehmen wir heute in Angriff XCOM 2. Ich bin ein absoluter Fan von XCOM 1, The Enemy Unknown und Enemy Within. Und ja, ich habe das Spiel rauf runtergezockt wie blöd und habe mich einfach schon ziemlich lang gefreut, dass endlich XCOM 2 rauskommt. Habe mir natürlich viele Preview-Videos angesehen und so. Deswegen sage ich schon mal Danke Firaxis und 2K. Für ja, die tolle Umsetzung von diesem Spiel. Und jetzt schauen wir sich das mal in aller Ruhe an, wie, was, wann, wo. Optionen gibt es natürlicherweise wieder. Länge mal Breite mal Höhe. Ja. Da haben wir eigentlich eh alles auf maximal, sollte zumindest so sein. Und so werden wir das Ganze auch lassen. Wir haben ja einen guten Rechner. Das heißt, das lassen wir einfach so, wie es ist. Und ich hätte gesagt, bevor wir da jetzt lang herumtun, weil Mehrspieler, Charaktersammlung und so weiter, das können wir sich alles noch in Ruhe anschauen. Wir wollen jetzt einfach mal ein neues Spiel beginnen. Ja, dann haben wir hier schon klassisch, so wie im 1er Teil, die Schwierigkeitsgrade. Von Rekrut bis Legende. Früher war es halt, ja, unmöglich und dergleichen. Das heißt, Commander wird dann in etwa so sein wie der klassische Modus. Aber ich denke mal, für Veteran, das wird reichen. Ja, Tutorial. Ich möchte es jetzt eigentlich nicht verwenden, wenn ich ganz ehrlich bin. Und deswegen werden wir auch ohne Tutorial spielen. Ja, weil ich denke mal, für komplette Neulinge, was XCOM angeht oder Rundenstrategie oder so, ist es auf jeden Fall ganz nett. Ich möchte Sachen eigentlich ja gern selber rausfinden, die was neu sind. Das Ganze quasi erforschen. Ja. Das habe ich mich viel zu lange gefreut, dass ich mir das jetzt kaputt mache mit einem Tutorial. Ja, also starten wir einfach das Spiel. Ja, was will er jetzt? Ja, ganz klar, im Einzelteil gab es den Iron Man Modus, den gibt es auch hier wieder. Ich bin ein absoluter Fan von Iron Man, aber das mache ich dann ohne Let's Plays, weil du hast genau einen Safe-Spielstand und wenn da irgendwas passiert und in die Binsen geht, dann war es das und das ist halt nicht wirklich förderlich für Let's Plays. Deswegen werden wir ohne Iron Man starten. Jetzt fragt er noch einmal Tutorial aktivieren. Ja. Eine gründliche Einleitung in die Hintergrundgeschichte. Naja, gut, okay. Hintergrundgeschichte für alle, die es nicht kennen und wissen, was passiert ist, dann werden wir das Tutorial an doch aktivieren. Soll so sein. Und dann werde ich jetzt einfach mal die Klappe halten und wir hören uns das an. Und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Na, da bin ich aber jetzt sehr gespannt, was da für Worte an uns richtet. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Okay. Ja. Perfekt. Dann muss ich jetzt einfach was dazu sagen, weil das ist schon ziemlich krasse Scheiße. Im Enemy Unknown, den ersten Teil, haben wir die Aliens von der Erde vertrieben und haben sie eigentlich fertig gemacht. Aber anscheinend kamen die dann zurück, haben die Regierung unterwandert und Propaganda gestartet gegen die XCOM, die anscheinend dann zerschlagen wurde. Und so wie es ausschaut, ist das jetzt 20 Jahre her. Ja. Und jetzt werden wir quasi als Terroristen angesehen. Wir, denen wir eigentlich helfen wollen, ja. Wir sind die Terroristen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es lebe die Propaganda, ne? Jo! Na, schauen wir weiter, was passiert. X4-Sprengsatz, der Sprengsatz der Zukunft, ne?
jetzt. Yes, Sir. Das war eine geile Explosion. Signal erhalten. Laut und deutlich. Okay, Gatecrasher. Sie sind dran. Ja, und da haben wir wieder unseren Sky Ranger. Wie im ersten Teil auch, nur dass der viel geiler ausschaut. Mit denen unsere Truppen quasi ins Einsatzgebiet gebracht werden. Wunderbar. Edwin-Truppen sind auf dem Weg zum Sprengpunkt. Wir müssen auf das Paket zugreifen, bevor sie herausfinden, was wir vorhaben. Tja, also, wie schon gesagt, geile Scheiße, jetzt haben wir halt einmal diese erste Tutorial-Mission, das heißt, jetzt können wir uns einmal in Ruhe anschauen, was alles neu ist. Verstanden. Rücke vor. Also, wie schon gesagt, das Tutorial möchte ich ja jetzt eigentlich nur spielen für die Leute, die was eben noch nichts wissen von XCOM 2. Also, wir haben auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon mal gleich, wir haben unsere Lebensanzeige, so wie es scheint. Wir haben zwei Aktionsfelder, das erste ist, wo der Soldat normal rennt, das zweite ist, wo er sprinten kann. Man sollte sich halt eher vorsichtig bewegen, ja, und nachdem jeder Soldat zwei Aktionspunkte hat, kann ich mich in eine Deckung begeben, hier in diesem blauen Gebiet quasi, mich bewegen und habe dann noch eine Möglichkeit wie ein Feldposten oder Schießen, aber schauen wir sich's einfach in der Ruhe an. Er sagt uns jetzt wir sollen uns einmal hierher bewegen, das tun wir. So, Einheitenfahne. Ja, das heißt, das zeigt uns dann wahrscheinlich die Aktionspunkte an. Sehr gut. Gut. Das haben wir ja schon gut geraten oder jo, wie auch immer. Gewusst. Ja, jetzt will er, dass ich vorrücke. Natürlicherweise ist es so, dass dann die Aktionspunkte, weil ich habe ja nur mehr einen verbraucht sind, das heißt, dieser Soldat kann dann nicht mehr schießen. Das heißt, würde ich jetzt dann hier Aliens, würden sie mich jetzt quasi entdecken, müsste ich quasi eine Runde Beschuss über mich ergehen lassen, ne? Ohne dass ich was tun kann dagegen. Aber nachdem das die Tutorial-Mission ist, wird das nicht passieren. Das heißt, wir tun einfach, was er von uns will. Ich werde jetzt... Sollten leicht sein. Also ich muss sagen, die Spielgrafik ist ein Traum. Ich bin sowas von begeistert. Sowas von begeistert. Bis alles vorbereitet ist. Wir haben nur diese eine Chance. In den Schatten. Ja, über den Schatten. Und zwar ist das Ganze so, das weiß ich natürlich schon von den Review-Videos und so weiter. In XCOM 1 ist der Sky Ranger gelandet, die Aliens waren aktiv, haben sich herumbewegt, wussten auch, dass wir hier sind und ja, haben uns auch mehr oder weniger gesucht, also den Kampf auch gesucht. Und da ist man oft in eine Scheißsituation gekommen. Der Unterschied jetzt ist, wir sind eine Guerilla-Truppe, das heißt, wir greifen an aus dem Verborgenen. Das heißt, wir müssen auch Hinterhalte legen und eben genau das ausnutzen. Bis zum ersten Kampf bleiben wir quasi unentdeckt und das ist mal nicht schlecht. So, das heißt, wir müssen uns jetzt einmal einfach hier an unser Ziel anschleichen. Das werden wir auch tun, indem wir Deckung nutzen. Aber er schreibt uns natürlich vor, wir sollen komplett vorstürmen, aber nachdem das Tutorial ist, machen wir das jetzt auch einfach. Wir stürmen einfach nach vorne, ist ja ganz egal. Sonst werden sie entdeckt und unser Vorteil ist dahin. Ja, die Avenger-Truppen oder wie die heißen, Adventant-Truppen oder so, ja, muss ich mal noch merken. Das sind jetzt quasi so unsere ersten Feinde, das dürfte auch irgendwie so die Polizei sein, ob das jetzt Menschen sind oder Aliens. Hat man jetzt von den Videos her nicht wirklich sagen können, schwer zu sagen. Auf jeden Fall zeigt das diesen Sichtradius an, wo wir quasi sofort entdeckt werden. Das heißt, wir können jetzt einmal hierher sprinten und es passiert nichts. Würden sich jetzt die Truppen aber in der Alien-Phase auf uns zubewegen, könnten sie uns entdecken. Jo, und da sind wir schon bei Rundenstrategie. Warum Rundenstrategie? Ganz einfach. Wir haben unsere Runde, wo wir unsere Züge vornehmen. Und sobald die Runde beendet ist, kommt der Gegner an die Reihe und macht seine Züge. Sie und ich. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Wir müssen die Verbleibung. Jetzt sieht man es schön, die Alien-Aktivität. Jetzt kann es natürlich passieren, dass sie sich bewegen.
oder dass sie halt einfach stehen bleiben, wie auch immer. Gut, er sagt mir jetzt, drücke Eingabe oder die linke Maustaste, ja, um die Steuerung für den taktischen Kampf zu aktivieren. Ja, wir drücken jetzt auf Waffe abfeuern. Dann zeigt er uns eben die verschiedenen Ziele an in Reichweite und zeigt uns natürlich auch an, wie hoch ist die Trefferchance. Ich nehme mal an, ich kann mir jetzt da irgendeinen aussuchen. Ich würde jetzt so in diesem Fall nicht schießen, sondern würde lieber eine Granate werfen, wenn die so knapp beisammen stehen. Aber bitte, das ist Tutorial, also tun wir, was er will und feuern unsere Waffe ab. Und das ist auch ein wunderschöner Treffer, den man wahrscheinlich auch anders gar nicht machen kann, weil es im Tutorial wahrscheinlich so oder so ein Treffer wäre, ne? Tja, und jetzt wurden wir entdeckt, das heißt, man sieht recht schön, die Aliens bewegen sich, und wäre jetzt unsere brave Soldatin auf Feldposten gewesen, sofern das noch Feldposten heißt, dann hätte sie jetzt auch einen ins Visier genommen und geschossen. Jo! Na gut. Wir können sie jetzt sehen. Wie wär's, wenn sie erst schießen und dann feiern? Kein Problem. Gut, das heißt, wir laufen jetzt da in diese Deckung. Halte ich zwar jetzt nicht viel von, aber tun wir. Und jetzt will er, dass ich schieße, also tun wir das. Wir machen genau das, was das Tutorial von uns verlangt. Tja, sehr eindrucksvoll. So, was ist auch neu in XCOM 2? Das Loot-System, weil wir sind ja Guerilla-Kämpfer und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir... ja, unsere Ausrüstung auch unterwegs verbessern können und Sachen eben looten, die Gegner fallen lassen, wenn sie es denn fallen lassen. Tja, und da haben wir unseren ersten Toten, aber auch das musste sein, deswegen wollte ich den Namen von der Ramirez auch gar nicht erwähnen, weil es war irgendwo, lag es auf der Hand, dass Ramirez einen Heldentod sterben wird. Tja, war auch irgendwo klar. Ja, und man sieht auch schön da einen Rundenzeiger, das heißt, wir haben quasi auch nur mit 2 Runden Zeit, dass wir das Ding aufheben. Dann wird wahrscheinlich irgendein integrierter Chip der Aliens das Teil vernichten, sodass man es nicht mehr looten kann. Naja, wir werden sehen. Ja, und Feuer! Auf den nächsten, 82%ige Chance, naja. Dann mach ihn kalt, ne? Also schon... ja, die Videosequenzen da, die gefallen mir schon recht schön. Der hat immer noch Nervenleiden und zittert da am Boden herum. Sehr, sehr geil. Und das war hinterlistig, würde ich mal behaupten. Sie ruft Verstärkung. Unterbinden Sie. Autsch, das bringt Kopfschmerzen, jawohl. Wer ist das? Central, bin bereit. Oh, Central. Sehr geil. Das ist unser Commander, ne? Was zur Hölle sind das für Dinge? Menschen. Zumindest früher. Menschliche okay. Hybridsoldaten. Hätten wir das auch geklärt. Belohnung für Gehorsam und Treue. Wir kannten die Gerüchte, aber wir wollten sie nicht glauben. Das wollte niemand. Aber das wird sich ändern, wenn wir finden, wofür wir hier sind. Also los! Tja, Central ist mehr oder weniger unser Boss. Ein Advent-Transporter nähert sich ihrer Position. Sie haben sie gehört. Die linke Flanke decken. Ja, was willst du jetzt von mir? Er will, dass ich den da jetzt herbewege. Und das tue ich jetzt einfach mal. Tja, ich bin halt einfach kein Fan von Tutorials. Das kann mir nicht helfen, aber es ist so. Ja, jetzt haben wir Feuerschutz. Das ist das, was ich vorher schon erklärt habe. Im ersten Teil hat es geheißen Feldposten. Was tut er? Beschreibt sich eigentlich von selber. Der nächste Gegner, der in den Sichtbereich kommt, auf den wird das Feuer eröffnet. Ja, dann rückt man halt zum Paket vor, aber ich würde trotzdem ganz gerne mal... ja, ist schon gut. Ich würde das gern aufheben, aber das lasst er nicht zu.
Also rück mal bis zum Paket vor. Es ist ja echt ein Wahnsinn, ist das. Tutorials eben. Menace 3, Sie sind dran. Moment. Sie sollten diese Leiche nach brauchbarer Ausrüstung durchsuchen. Wir können jetzt alles gebrauchen. Aber seien Sie schnell. Das Advent-Zeug soll sich angeblich selbst zerstören. Und wir haben bekommen ein Zielfernrohr. Diese Waffenverbesserung verleiht der Waffe, an der sie befestigt ist, einen Bonus auf die Zielsicherheit. Haha. Na was sonst? Jo, gut, das heben wir natürlich auf. Nehmen wir mit, ganz klar. Und bewegen uns jetzt da weiter. Jo. Ja, ich muss sagen, ich bin bisher begeistert, obwohl ich jetzt irgendwie schon bereue, dass ich das Tutorial doch gestartet habe. Aber jo, es hilft ja nichts. Ihr sollt ja was von der Geschichte erfahren. Jetzt weiß ich, dass wir hier richtig sind. Und jetzt sieht man den Feldposten. Wunderbar. Eiskalt ausgeschaltet. Wunderbar. Gut gemacht. So muss das sein. Verschwindet. Ich halte sie auf. Er haltet uns auf. Ja, haltet uns auf. Wir wären schon längst weg. So schaut's aus. Darf ich jetzt schießen auch? Ja, sehr gut. 49%, 48%. Ja, such's dir aus. Das wird wahrscheinlich daneben gehen. Na, bin ich gut? Aber geiler Sportwagen. So. Jane Kelly, du kümmerst dich um die Tür. Sie sollten die Sicherheitsprotokolle der Tür leicht umgehen können. Sie haben nie damit gerechnet, dass hier jemand so nahe kommt. Alle Soldaten können bestimmte computerverschlossene Türen und einige andere Objekte hacken. Gut, dann hacken wir mal. Okay, was muss ich da jetzt tun? Wähle eine Hackbelohnung. Puh! Ja. Machen wir eine sofortige Verborgenheit, ne? Achso, es war garantiert Tür öffnen. Ja, okay, gut. Wir haben die Tür geöffnet, die Tür ist offen. Wie geht's jetzt weiter? Central stürmt hinein, holt das Paket, ja genau. Hoffentlich waren unsere Informationen richtig. Wir sind hier richtig. Sind Sie sicher? Ja. Scheint eine Zugangskonsole zu sein. Wenn Sie mir einen besseren Blick darauf verschaffen, kann ich... Nächstes Mal. So geht's auch. Die rohe Gewalt, ne? Es lebe die Gewalt! Nichts wie raus hier. Soldaten können bewusstlose... tote, verblutende Einheiten tragen. Na gut. Und dann Einheit tragen. Und los geht's. Und wir verschwinden hier. Also ist das anscheinend, so wie es... Ja, den Anschein macht einer von uns, ne? Alien-Aktivität. Ich glaube, wir werden gleich einen weiteren Toten haben, meine Freunde. Balla, balla! Na, so schaut's aus. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Mein Gott, sieht er das an? Wie er da hängt. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Sofort! Wird
wird erledigt. Tja, ich kann sowieso nichts anderes tun. Das finde ich fast schon ein wenig schade. Aber gut, so muss es eben sein. Granaten sind nicht so tödlich wie Schusswaffen. Ja, aber damit kann man natürlich auch nicht nur Gegner killen, sondern man kann natürlich auch Wände und dergleichen wegsprengen und andere Dinge. Und somit eben auch ein Loch in der Wand, damit wir verschwinden können über den Hinterausgang. Und das werden wir jetzt auch tun. Und dann wird das Tutorial langsam zu Ende gehen. Ja. Na, schauen wir mal, was sich da tut. Im Prinzip haben wir jetzt schon 20 Minuten Spielzeit hinter uns und sind noch immer im Tutorial. Was drehe ich das auch auf? Tja. Ja, das ist auch neu. Im Einser-Teil hattest du einen fixen Evakuierungspunkt, wo der Sky Ranger gestanden ist. Hier kann man anscheinend hergehen und kann einfach mit der Taste P eine Evakuierungszone auswählen, wo dann der Sky Ranger landet. Jetzt ist nur die Frage, wie lange dauert das? Weil es scheint nicht so, als hätten wir jetzt großartig viel Zeit. Na? Also, dann bewegen wir uns mal daher. Na komm, beweg dich. Wir kommen zurück. Central schwer angeschlagen, dem Tode nahe. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Okay. Evakuierung. Das heißt, Central ist jetzt in der Evakuierungszone. Aha, und der andere Soldat rennt jetzt automatisch rein. Ob das dann auch später so ist, ich wage das zu bezweifeln. Weil im ersten Teil mussten auf jeden Fall alle in der Evakuierungszone sein. Aber das werden wir alles noch herausfinden. Ja. Ich bin gespannt, wer da hinter dem Helm steckt. Weil wir so einen Aufwand machen. Wir haben es hier mit Jahrzehnten der Atrophie zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Ich stimme zu. Aber nach jetzigem Stand verlieren wir den Patienten, wenn wir nicht sofort mit der Entfernung beginnen. Sind bereit. Gut. Legen wir los. Erstaunlich. Guten Morgen. Genau wie vor 20 Jahren. Wir nannten es damals noch Krieg. Wir wussten nicht, was auf uns zukam. Reaktion von der Hirnrinde. Gut. Dringe jetzt in den Schädel ein. Autsch. Ich habe die Verbindung identifiziert. Bereite jetzt den letzten Schnitt vor. Die Werte spielen völlig verrückt. Das war doch klar. Die Implantate sind nicht zur Entfernung gedacht. Wir riskieren schwere... Es gibt keinen Plan B. Tun Sie es! Normal. Vitalwerte stabil.
OP beendet. Ich wusste, dass sie nicht so leicht unterzukriegen sind. Willkommen zurück, Commander. Jo, sehr interessant. Dann waren das wohl wir. Sehr geil. Schön, dass Sie langsam aufwachen. Allerdings beneide ich Sie nicht um die Kopfschmerzen. Dr. Teigen trifft keine Schuld. Besonders, weil noch niemand sowas vorher versucht hat. Ruhig. Wir sind immer noch nicht sicher, was die mit Ihnen gemacht haben. Der Chap war tief in Ihrem Schädel. Ich habe auf der Suche nach Ihnen viele gute Soldaten verloren. Hätte die Hoffnung fast aufgegeben. Ich habe sofort auf die Informationen reagiert. Ich weiß nicht, woran Sie sich erinnern, aber es hat sich viel verändert. Ich habe mein Bestes gegeben. Die letzten 20 Jahre waren hart ohne Sie. Wenn Sie Informationen brauchen, Shane hat das Archiv auf Ihr Terminal geladen. Ja, jetzt bin ich ja wieder da, ne? Ansonsten, ich check das. Gehen Sie zu Dr. Teigen, wenn Sie bereit sind. Es gibt Dinge, die Sie wissen sollten. Er kann das besser erklären als ich. Es ist verdammt gut, Sie wiederzuhaben. Jo, komm, danke. Ich bin auch gerne wieder hier. Und nimm mir bitte eine Pizza und eine Coke mit. Wenn du wiederkommst. Jo. Ja, sehr geil. Was soll ich jetzt sagen? Ich bin sprachlos. Ich bin einfach super begeistert bis jetzt. Obwohl, das Tutorial hätte ich mir gerne erspart, aber ist halt so. Kann man nichts machen. Wir haben jetzt noch keine Möglichkeit zu speichern. Das heißt, wir werden uns jetzt noch schnell die Forschung anschauen. Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Ja, schauen wir einfach weiter. Wenn was soll's? Wir überziehen einfach ein bisschen. Könnte. Commander. Ist ja auch geil. Dr. Richard Teigen, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich... Ja, Kollege, zuerst schauen wir uns mal den Personalschlüssel an. Bis dann, Commander. Weil wir haben ja nicht Geld zum Scheißen, ne? Also immer mit der Ruhe. Halt den Ball flach und passt schon. Wir erforschen uns einfach mal die Alien-Technologie. Das war auch im ersten Teil immer eine ganz gute Anfangsvariante. Das haut einfach hin. Ja, und jetzt haben wir dann auch die Möglichkeit, das erste Mal zu speichern. Was halt sehr, sehr geil ist, ist, man sieht einfach schon, ja, es ist eine mobile Basis, die wir da haben, nämlich in diesem riesigen Alien-Schiff, das gekapert wurde und umgebaut wurde. Wobei, ja, die Dinger schauen irgendwie noch nicht so aus, als könnte man sie benutzen, ganz klar. Ne? Das werden alles so Alien-Trimmer-Drecksteile sein, die man wahrscheinlich erst ausmisten muss. Und im ersten Teil musste man halt tief in die Erde reinbohren. Jo, bevor wir uns aber jetzt die Waffenkammer anschauen, das werden wir dann einfach machen beim nächsten Mal, weil es geht ja ohnehin weiter. Das heißt, ich werde diesen Spielstand jetzt hier einfach mal speichern unter Neu. So, dann haben wir unseren Spielstand gespeichert. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin extrem begeistert. Ja, wir nehmen an, wir gehen ins Hauptmenü. Die Grafik, ein Traum. Die Handhabung, saugeil. Was es jetzt alles tatsächlich für Neuerungen gibt, hat man ja jetzt im Tutorial noch nicht wirklich so erkennen können. Aber da werden wir einfach alle miteinander reinwachsen. Ich wollte halt auf jeden Fall gleich mit Release einmal einen Teil rausschmeißen, ja, reinschmeißen auf YouTube, damit ihr einfach, ja, seht, warum ich so gefiebert habe auf dieses Spiel, ja, und es ist einfach saugeil.
Ja, und das nächste Mal werden wir sich natürlich auch in aller Ruhe anschauen, die Charaktersammlung und vielleicht auch ein paar Charaktere erstellen. Weiß ich ja nicht, kann ich die dann aktiv übernehmen oder kommen die dann im Laufe des Spiels dazu? I don't know, ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir alles sehen. Hallo meine Lieben, das war mein erstes Video direkt am Release-Date von XCOM 2. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und kann euch bei eurer künftigen Kaufentscheidung etwas helfen, weil es ist ja doch nicht billig und somit habt ihr einen Einblick bekommen ins Spiel selber. Wenn ihr schon Abonnenten meines Channels seid, dann freue ich mich natürlich über Kommentare, über Likes und wenn du das noch nicht bist, dann kannst du das auf jeden Fall jetzt dann nachholen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bye!